Ja, wie fällt dein Resümee aus? Ich bin total zufrieden. Also, ich glaube, wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Was müssen wir lernen? Dass ein Spiel auch in der Regionalliga lange offen sein wird. Ich sage, bis zur 80. muss es 0-0 stehen. Wir müssen das Standard besser verteidigen. Und dann sieht man halt hinten, ob wir jetzt mit den Wechseln oder was weiß ich. Ich glaube, dass wir irgendwann fitter hinten raus sind, weil wir unheimlich viel gearbeitet haben, weil die Spieler gearbeitet haben. Und dann kannst du auch mal in der 80. oder 82. oder 85. Minute die Entscheidung herbeiführen. Und wir sind aber hinterhergelaufen durch eine Standardsituation. Wir müssen bis zum 0-1 schon 2-0 führen, weil wir es gut angelaufen haben, weil wir zwei hundertprozentige Torchancen haben. Da musst du effektiver sein, aber ich bin eigentlich hochzufrieden. Und das gibt uns auf jeden Fall Selbstvertrauen. Man hat gesehen, dass wir Spieler haben, die heute nicht angefangen sind, die hinten raus richtig Wirbel machen können. Und das war für mich eine gesamtmannschaftliche gute Leistung. Max Braune hat heute gespielt und spielt nächste Woche und dann gucken wir halt immer weiter. Also im Moment ist er die Nummer 1, aber ich glaube, wir haben zwei gleichwertige Torhüter, die, finde ich, von der Qualität her ähnlich sind, die vom Alter her unterschiedlich sind. Im Moment ist Max vorne, aber Kevin schaut mit den Hufen und er muss Max immer 100% Leistung bringen. Also das heißt nicht, dass er nicht mal einen Fehler machen darf, um Gottes Willen, aber er wird mit Sicherheit Druck haben von hinten und das ist auch gut so. Ich habe meinen Jungs das gestern auch nochmal gesagt, wenn man überlegt, wie viele Spieler wir haben, die sowohl Regionalliga, aber auch viel, viel Drittliga-Erfahrung haben, dann sucht das wahrscheinlich seinesgleichen. Aber ich brauche genau die Qualität, die die Drittligaspieler haben, aber ich brauche die Mentalität, die man braucht für Regionalliga, weil da wird richtig dazwischen gefegt. Und wenn wir das an den Tag legen, uns immer zu wehren, körperlich robust zu sein und dann unsere spielerische Qualität damit paaren, dann können wir sehr erfolgreich sein, aber auch nur dann. Und das werden wir, glaube ich, am Freitag merken, aber wir werden alles reinwerfen, alles in die Waagschale werfen. Und nochmal, das Spiel heute hat uns sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen gegeben und das war gleich das Allerwichtigste. Dass wir uns mit Gütersloh beschäftigen, dass wir, wir werden sie natürlich jetzt aus den Testspielen versuchen zu analysieren. Ich hoffe, das weiß man ja nie, aber wir werden uns so vorbereiten, dass wir taktischen Mittel haben, gegen den Gegner zu spielen. Aber ich glaube, wir haben auch individuelle Qualität. Wir müssen auch gucken, dass wir unser Spiel durchbrücken. Da kommt es drauf an. Es kommt drauf an, dass wir in der letzten Woche nochmal die richtige Frische reinbekommen. Ich glaube, wir waren heute viel spritziger als in den Testspielen. Ihr habt ja auch einiges gesehen. Das ist ja auch normal. Also, sonst wäre die Trainingssteuerung ja komplett unsinnig. Wir haben jetzt eine relativ kurze Woche, weil wir Freitag schon spielen. Und nochmal, Fußball hat viel was mit dem Kopf und mit breiter Brust zu tun. Und wenn eine neu zusammenformierte Mannschaft ein Spiel heute abliefert, wenig zulässt, das Spiel hinten raus dreht, dann gibt das vor allen Dingen Selbstvertrauen. Und ich glaube, wir sollten nächste Woche mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Das ist auch ganz entscheidend, dass wir die Jungs stark reden, dass sie selber an sich glauben. Aber da bin ich von überzeugt. Dein Co-Trainer hat rot gesehen? Nee, der wollte nur hoch und hat die Analyse von oben gemacht. War ein bisschen besser, also von daher. Ja, es gibt halt Emotionen so. Es gibt jetzt irgendwie eine neue Regel, dass man nicht auf dem Platz darf. Und es ist ja auch so, vielleicht auch noch nicht angekommen, dass nur der Kapitän und der Cheftrainer was sagen darf. Und meine Güte, er hat keinen beleidigt, sondern es ging wirklich darum, dass er zu oft auf dem Platz war und den Schiedsrichter was gesagt hat. Und das spricht wohl gegen die Regel und da muss er rot zeigen. Aber im Grunde genommen sollte er von oben analysieren. Also war schon alles gut. Okay. Danke. Perfekt.